Okay, wir wollten uns hier umgucken. Ja. Ah ja, Holz. Holz ist der wichtigste Rohstoff im ganzen Spiel. Ich finde, dass Gold besser ist als Diamanten, ist halt meine Meinung so. Aber in den meisten Fällen wird Diamant bevorzugt wegen seiner Stabilität. Mit Gold kann man schneller abbauen. Das habe ich mal getestet. So, gucken. Ah, mehr Holz. Ich hoffe, ich bin dann wieder nach Hause zurück. Ich habe nämlich dann keine Lust, wieder neu aufzubauen. Weil wir uns verlaufen haben, nachher finden wir es doch dann wieder. Holz abbauen, Holz abbauen. Ich habe nichts Besseres zu tun. Aber fürs Let's Play ist es wichtig. Generell ist Holz wichtig. Ich glaube, gleich werde ich mir eine Holzhacke, eine Holzaxt bauen. So. Streiche ich mal kurz ein schönes Schwein. Ah, hier haben wir einen Pilz. Ich werde dann gleich die Bäume setzen. Ich hätte hier gerade noch einen roten Pilz gesehen. Brennt da hinten ein Baum? Da brennt ja echt ein Baum. Ah, hier haben wir einen Pilz. Was ist da passiert? Ich hätte es bis jetzt noch zweimal aus dem Haus einen Baum abbrennt einfach so. Nett. Ach. Da haben wir ja schon unsere Lava. So, unruhigende Geräusche. Naja, so haben wir unser Haus. Ja, ich werde noch mal auf YouTube dann beschreiben, ob ich mit den Seerosen den Weg machen soll oder nicht. Weil wir gestalten sozusagen diese Welt. Ah, das sieht ja alles vertraut aus. Da hinten sieht es auch richtig vertraut aus. Ja, es wird mal wieder dunkel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo die eigentlich die ganzen Zombies sind. Und da habe ich mal die Schwierigkeitsstufe auf schwer gestellt. Mal sehen, wie sich das dann ausprägt. Sonst spiele ich immer auf normal. Das ist halt die Entscheidung des Spielers, wie er seine Schwierigkeit haben möchte. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal. So. Ah ja, wir wollten ja unser Haus bauen. Holz haben wir erstmal genug. Bauen wir es erstmal. Bauen. Setzen wir uns erstmal Glas. Ja. Ich hatte vor, mir ein Texturenpack hier hinzuholen. Weil nach einer Zeit wird das ja auch langweilig, wenn man die ganze Zeit immer auf demselben Pack spielt. Ich hatte auch einen passenden schon mal.
Ich hatte schon einen passenden ausgesucht, aber der hat nicht funktioniert, weil ich den testen wollte. Ich wollte halt in der nächsten Folge den reinmachen, aber der Test hat nicht so ganz hingehaut. Ja, machen wir erstmal unser Glas. Oh, das ist fast fertig. Und wir haben auch bald keine Kohle mehr. Was schade ist. Ja. Ich habe von einem User gelesen, dass er, wenn das, dass ich das Haus in Dschungel reinsetzen soll. Da haben wir schon eine Spinne. Und ihr könnt halt entscheiden, wo ich hingehen soll, wenn euch das hier zu langweilig wird. Ärgern wir erstmal die Spinne was. Weil ich finde es auch immer langweilig, wenn man nur auf einer Position bleibt. Ah, mal fahren. Bevor ich es vergesse. Oh, ich glaube, das wäre eine Spinne. Bevor ich es vergesse, noch eine Kiste. Ja, und ich glaube, da müssen wir mal wieder auf Baumsuche gehen. Mist, jetzt habe ich auch noch keine Werkzeuge. Wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, falsch. Wir brauchen noch was Holz und Werkzeuge. Ja. Und ich hatte auch heute vor, Samen zu sammeln für Getreide, am Brot zu bauen, Brot herzustellen. Und da wollte ich dann halt auch auf Erkundung gehen, um die Ressourcen zu sammeln. Ja. Ich hatte noch vor, einen kleinen Privatgarten zu bauen. Ich werde später auch euch einen Freund weiterempfehlen, der nicht nur Let's Plays der kaum Let's Plays von Minecraft macht, dafür macht er eigenständige. Und er hat mir sozusagen gezeigt, wie ich mit Fraps umgehe. Ihm habe ich eigentlich, ist eigentlich zu verlangen, dass ich aufnehmen kann. Ich werde später seinen Namen veröffentlichen, dass ihr ihn dann auch mal angucken könnt. Ah, hier haben wir ja noch mehr. Hey, komm schon. Wie viel Holz haben wir? 8. Nein. Das hat gerade was wehgetan. Hühnerjagd, Hühnerjagd. Ah ja, das war's. Ich möchte mich schon für die nächsten Abschnitte, falls sie kommen, weil mein Minecraft hat gerade ein paar Probleme, merke ich. Also, das Texturpack hat hier einfach, dass es so eine Art realistisch ist, mit Schatten und so. Eigentlich auch schon, wenn wir Diamanten, Gold finden. Na, das reicht noch.
Ich hab's heute auch mit meinem Mund auffallen. Wenn wir später das Haus gebaut haben, dann können wir mal das hier erkunden. Weil erstmal möchte ich, dass das Haus fertig wird. Gehen wir wieder zurück zum Haus und bauen was weiter. Ich freue mich schon, wenn ich meine Lieblingswaffe habe. Ein normales Goldschwert. Also ich bevorzuge Gold lieber als Diamanten. Ist halt meine Sache. Ja, davon haben wir schon mal genug. Bauen wir jetzt erstmal eine Holzaxt. Nein, wir können direkt schon Steinaxt bauen. Bauen wir mal. Und eine Steinhake. Da bauen wir jetzt mal weiter. Oh. Also das sieht schon mal perfekt aus für den Garten. Mal was umkrempeln. Oh. Man sollte natürlich hier sein Ziel nicht aus den Augen lassen. Oh, es wird mal Zeit, dass wir auch mal wieder was essen. Ah, falsch. Am meisten brauche ich meine Häuser eigentlich aus Holz. Ja, hier brauche ich dann die Treppe ins zweite Geschoss. Jetzt erstmal die Fenster, die ich habe. Ja. Essen. So, jetzt sind wir wieder top munter. Hieraus kann ich ja noch kurz Glas machen. Ich warte immer noch auf die Leute, die noch Kartennamenvorschläge haben für das Let's Play. Bis jetzt sind zwei eingegangen. Von Pacer. Er hat geschrieben, also ich soll die Karte dann Haze ist geil nennen. Ja, wie gesagt, Best bei Wetze und XL, Johannes XL hat geschrieben, da ich so einfach so nett nennen soll. Let's Play. Ja, ich warte natürlich noch auf andere Vorschläge, weil nur zwei ist was komisch für mich. Warum habe ich genug Erde? Nein, ich habe nicht genug Erde. Ah, was runter in den Keller. Wollen die Erde raus. Ich habe auch gerade ein Skelett gehört. Machen wir erstmal um die ganzen Baustellen zu.